Hallo, liebes Publikum, heute stelle ich euch ein besonders wohlklingendes Instrument vor, das Horn. Guten Tag. Du siehst sehr glänzend aus heute. Ach, danke schön. Das Horn gehört zu einer großen Gruppe von Instrumenten, zu der auch die Posaune gehört und die Tuba und die Trompete. Das Besondere an diesen Instrumenten ist, dass der Mensch, der das Instrument spielt, seine Lippen in das Mundstück reinpresst und dann die Lippen vibrieren lässt und so den Ton erzeugt. Also ungefähr so. Ich kannte mal einen Hornisten, der hatte Hornhaut auf der Lippe. Oh, ja, allerdings geht es jetzt nicht hier um ein Horn, sondern um ganz viele Hörner. Richtig, denn das Horn kommt in ganz vielen Variationen vor. Genau, Überraschung, ich habe keinen Babysitter gefunden und alle meine Kinder mitgebracht. Deswegen sind sie jetzt alle hier. Wie süß, sehr niedlich. Ihr seht ja toll aus. Was hat's denn mit den Blättern auf sich? Wenn ich mal groß bin, möchte ich ein Waldhorn sein. Tolle Fanfare. Und die Briefe hier, was haben die für eine Bedeutung? Ja, wenn ich mal groß bin, dann werde ich ein Posthorn. Klingt gut. Und jetzt frage ich mich, was soll das Einhorn da? Ich werde mal ein Einhorn. Hübsches Wiehern. Das ist aber kein richtiges Horn. Das stimmt. Es ist kein richtiges Horn im Sinn des Instruments. Aber tatsächlich ist es so, vor vielen tausend Jahren, als das erste Horn geschnitzt worden ist, wurde das aus dem Horn von einem Tier gemacht. Oh, und jetzt kommt mein Großer. Oh, hallo. Du bist aber echt groß und du hast eine Tätowierung. Da. Ja, ich bin ja auch das Alphorn. Sehr toll. Nicht so wild, ihr Kleinen. Nicht so wild, denn sonst verliert er noch das Gleichgewicht. Au! Das ging voll auf die Stirn. Autsch. Noch eine Überraschung. Morgen hast du auch ein Horn. Hörnchen zum Frühstück. Es gibt Schlimmeres. Und damit zurück in den Konzertsaal. Geht's wieder? Ja, ist ein bisschen schwindelig, aber sonst. Ja. Lust bekommen hast, Horn zu lernen oder das Horn mal auszuprobieren, melde dich einfach in einer der unten stehenden Musikschulen, in denen unterrichte ich, oder du meldest dich direkt bei mir und wir vereinbaren einen Termin zum Ausprobieren. Ich freue mich, wenn ich viele von euch bald sehe.